Und weiter. So, jetzt müsste es der Lokführer sein. Der Lokführer. Ui, der Lokführer, während der Zug im Belgrader Bahnhof war. Dann gibt es noch die Kiste von Mr. Ratchet und ihren unbekannten Bewohner. Welche Hinweise stehen mit dieser Kiste in Verbindung, Mademoiselle? Die zweite Schaffneruniform. Ui, die Uniform, die, wie ich glaube, von der Person getragen wurde, die der Lokführer gesehen hat. Den Stapel Bücher, die nach Meinung von Mademoiselle bei der Planung des Verbrechens nützlich waren, hat noch keiner erwähnt. Und die Tatsache, dass die Person mit Zugang zu diesem Schlüssel bestens in der Lage gewesen wäre, uns etwas über den Bewohner dieser Kiste zu erzählen. Und schließlich gibt es noch die Kleinigkeit der Entführung von Mademoiselle Marceau. Eine was? Monsieur Foscarelli. Ich? Ich? Ich würde der Signorina nie etwas tun. Deswegen sind wir doch alle hier. Wir wollten den Entführer bestrafen. Sie hat recht, Poirot. Wie sollte einer von uns jemanden entführen, nach dem, was wir durchgemacht haben? Wie Sie sehen, Monsieur Perkinson, haben wir viel von Ihrer Geschichte rekonstruiert. Nur die Motive fehlen, und die können Sie uns jetzt sagen. Wie haben Sie ihn gerade genannt? Er nannte ihn Perkinson. Ja, so heiße ich. Robert Perkinson. Ruhe! Alors! Sie werden sich jetzt das anhören, was Monsieur Perkinson zu sagen hat. Das sind Sie mir schuldig, denke ich. Bitte verstehen Sie. Ich weiß, wie Sie mich hassen müssen. Die in den Zeitungen erwähnte Frau war meine geliebte Frau Isabella. Als die Polizei näher rückte, hat sie Paul und mich angefleht, Daisy wegbringen zu dürfen. Sie litt darunter sehr. Daisy wegbringen? Cassetti hat das falsche Kind erschossen. Teresa spielte draußen und er schlich sich heran. Dann erschoss er sie kaltblütig. Er war schon weg, ehe wir es mitbekamen. Wir hatten uns nämlich geweigert, Daisy zu töten, verstehen Sie? Also hat er es einfach selbst getan. Er hat irrtümlich meine Tochter getötet. Wenn sich überhaupt jemand vorstellen kann, wie meiner Frau zumute war, dann sicher Sie alle. Wir hatten Angst, dass das Mädchen beim Eingreifen der Polizei zu Schaden kommen könnte. Das durfte nicht passieren. Wir hatten doch gerade erst unsere eigene Tochter begraben. Einige Zeit nach meiner Flucht. Nachdem Paul auf dem elektrischen Stuhl starb und Isabella mich als eine Wasserleiche, die im Hafen gefunden wurde, identifiziert hatte, fuhr ich zu ihr und Daisy nach Frankreich, wo sie inzwischen als Mutter und Tochter lebten. Ich weiß, wir hätten das Kind zurückgeben sollen, aber das hätte meine Frau nicht überlebt. Das Kind hörte inzwischen auf den Namen unserer kleinen Tochter Teresa und nannte meine Frau Mama. Wissen Sie, wer auf diesem Foto zu sehen ist, Mr. Poirot? Ihre Familie. Sie, Ihre Frau und Ihre kleine Tochter. Als ich das erkannte, wusste ich, Sie konnten nicht Pierre Michel sein. Mich interessierte natürlich, wer Sie dann sein würden. Und dafür kam nur eine Person in Frage, die sich nicht einordnen ließ. Robert Perkinson. Im letzten Jahr, wenige Tage nachdem Isabella an Krebs starb, der sich seit der Entführung schnell in ihr ausgebreitet hatte, besuchte ich Pierre Michel. Er sagte, dass Cassetti bestraft werden sollte, aber er zweifelte trotz seiner toten Nichte daran, es jemals ausführen zu können. Er zeigte mir die Briefe, die Mrs. Hubbard ihm geschickt hatte, und er war am Boden zerstört. Er ist Cassetti begegnet. Ja, zweimal. Hier in diesem Zug. Ich wusste, dass er nicht stark genug war, Ratchet gegenüberzustehen. Als ich die Briefe gelesen hatte, stellte ich ihm eine Frage. Ob ihm Mrs. Hubbard oder sonst einer von der Gruppe jemals begegnet sind. Seine Antwort war: Nein. Ich sehnte Cassettis Tod ebenso herbei wie Sie. Er hatte mein Kind getötet. Und letztendlich auch meine Frau. Darum bin ich hier. Aber
Meine Enkelin. Nun, sie ist in den letzten Tagen bei meiner Schwägerin in Belgrad gewesen. Gestern ist sie in den Zug eingestiegen. Bekleidet mit einer Zugschaffneruniform. Dann hat sie sich normale Kleidung angezogen und jetzt kampiert sie, wie sie es nennt. Die Nonnen in ihrer Schule unterrichteten sie sowohl in Englisch wie auch Französisch. Sie ist wirklich eine fleißige Schülerin, denn sie hat alle ihre Schulbücher bei sich. Ich sagte ihr, sie solle lernen. Sie hat sich im Gepäckwagen in Ratchets Kiste versteckt. Gestern Abend konnte ich ihr Essen aus Klaus' Küche bringen, als er gerade nicht dort war. Und die 4000-Dollar-Statue? Die liegt leider auf einem Müllhaufen am Bahnhof von Sirkeci. Diese Fracht war mir wichtiger. Das letzte Rätsel ist nun auch gelöst, Mademoiselle. Und noch dazu auf befriedigende Weise. Mademoiselle Marceau, während die anderen diesen kurzen Augenblick vor ihrer letzten Entscheidung genießen, wollen wir beide sehen, ob sie die Herausforderung Poirots am Beginn unserer Ermittlungen gemeistert haben. Lassen Sie uns den Fortschrittsbericht überprüfen, den Sie in Ihrem Tagebuch geführt haben. Mademoiselle Marceau, Poirot ist beeindruckt. Sie sind mutig. Sie sehen der Gefahr ins Auge, ohne mit der Wimper zu zucken. Sie lösen fast jedes Rätsel, mit dem Sie konfrontiert werden. Sie überwinden fast jedes Hindernis mit Begeisterung und guter Laune. Es war mir ein Vergnügen, mit Ihnen zusammenzuarbeiten und mich mit Ihnen zu messen. Ich bin sicher, mit den Kenntnissen, die Sie jetzt von meinen Methoden haben, werden Sie noch erfolgreicher sein, falls Sie je wieder mit einem rätselhaften Fall konfrontiert werden. Sie vertreten die Eisenbahngesellschaft, Mademoiselle Marceau, und Sie konnten zum Sammeln der Hinweise beitragen, die zu den vorgestellten Lösungen geführt haben. Und man hat Sie getäuscht. Ich bedauere zutiefst, Mademoiselle. Ich habe alle Ihre Sachen in der Kiste zurückgelassen, bis auf eine, die ich dringend brauchte. Den Schlüssel für das Sicherheitsabteil. Jetzt wissen Sie warum. Daisy sollte etwas zu essen haben. Sie waren zweifellos sehr einfallsreich. Zweimal hätten sie die blinde Passagierin fast entdeckt. Ich hatte extra den Sonnenschirm hinterlassen. Ich wusste, dass sie sich befreien würden. Wenn nicht, hätte ich irgendjemandem anonym ihren Aufenthaltsort verraten. Ich verstehe, wieso sie das getan haben. Wie Monsieur Perkinson treffend gesagt hat, sie haben bewiesen, dass ihre kleinen grauen Zellen denen von Hercule Poirot ebenbürtig sind. Nun, Mademoiselle Marceau, welche Lösung wollen wir der jugoslawischen Polizei offerieren? Oh, das darf ich selbst entscheiden. Ruhe, s'il vous plaît. Es wird Zeit, dass wir hören, wie Mademoiselle Marceau entschieden hat. Meine Meinung zur zweiten Lösung ist folgende. Sie entspricht zumindest größtenteils der Wahrheit, soweit sie 12 Menschen in diesem Wagen bekannt war. Sie sind selbst erklärte Mörder und doch, nein, das ist das falsche Wort. Hier wurde eine Art ausgleichende Gerechtigkeit geübt. Vielleicht nicht die Gerechtigkeit, die ich bevorzugt hätte. Darin stimme ich mit Colonel Armstrong überein, aber trotzdem. Wer Ratchet gekannt hat und, wie ich, diese Menschen erst in den letzten Stunden kennengelernt hat, kann doch nur von der Gerechtigkeit ihrer Sache überzeugt sein, nicht wahr? Ich mache mal einen Schnitt. So, weiter geht's. Dies sind meine Gedanken zur ersten Lösung. Sie entspricht nicht der Wahrheit, aber sie passt zu den Tatsachen.
Zumindest zu einem Tatbestand. Und sie lässt sich bei weitem am einfachsten erklären. Dies sind meine Gedanken zur dritten Lösung. Es ist die volle Wahrheit. Sie enthält mehr Leid, als selbst diesen 12 Menschen bewusst war. Es muss irgendwann aufhören, nicht wahr? Das Leben muss weitergehen. Ich denke an Gretas Worte auf ihren Postkarten. Und an die Familie, die einen letzten sonnigen Tag auf Coney Island erlebte, bevor sie vom Sturm hinweggefegt wurde. Ich glaube, Sie alle, einschließlich Monsieur Perkinson, verdienen die Chance, die Sonne wiederzusehen. Deshalb, Monsieur Poirot, ist meiner Ansicht nach die erste Lösung, die Sie uns unterbreitet haben, die richtige. Ein unbekannter Feind des ermordeten Monsieur Ratchet schlich sich als Schaffner verkleidet in den Zug und beging den Mord. Leider ist er noch auf freiem Fuß, oder? Er liegt irgendwo erfroren in einer Schneewehe und sieht dem Tauwetter des Frühlings entgegen. Ich schlage vor, dass wir der jugoslawischen Polizei diese Lösung anbieten, wenn wir in Brod ankommen. Dr. Konstantin. Selbst wenn ich es Ihnen und Mademoiselle Marceau nicht schuldig wäre, möchte ich es denen überlassen, die es besser beurteilen können. Ich beuge mich deshalb Mademoiselle Marceaus Entscheidung. Was? Genau. Ja, das finde ich auch. Sehr richtig. Ja, ich glaube. Monsieur Poirot, Ihr Knöchel. Es geht mir schon viel besser. Und Poirot ist zu lange in seinem Abteil eingepfercht gewesen. Er braucht ganz dringend frische Luft. Mr. Michel, ich meine Perkinson. Eigentlich müsste ich Sie jetzt hassen. Stattdessen empfinde ich Dankbarkeit dafür, dass Sie uns etwas zurückgegeben haben, das für uns für immer verloren schien. Wie es scheint, gehören Sie jetzt sogar zur Familie. Danke. Hör zu, Daisy, mein Schatz. Ich bin deine Großmutter. Das war also der Mord im Orient-Express. Sehr verwirrend, vor allen Dingen, weil das Ende des Spiels überhaupt nichts, zumindest mit den Verfilmungen, zu tun hat. Denn Daisy Armstrong ist in beiden Verfilmungen tot und ist nicht am Ende wieder aufgetaucht. So, hier gibt's jetzt Lags, deshalb beende ich das jetzt hier ziemlich schnell. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das ging ja alles etwas zügiger als bei Das Böse unter der Sonne. Ja, und ich habe jetzt Spaß gehabt, das Zeug zu schneiden, wenn ihr das gesehen habt. Was als nächstes kommt, weiß ich noch nicht. Wir werden es sehen. Bis dahin.